So, herzlich willkommen zur dritten Folge von Alone in the Dark. Und wir befinden uns aktuell in der anderen Dimension, die der gute Jeremy erschaffen hat. Denn er ist einen Pakt mit dem Schattenmann eingegangen und in seiner Auffassung sind alle frei außer er. Aber das sieht mir hier nicht so aus, ne? Weil wir haben einen Mitarbeiter von die Quad hier in dieser Dimension gefunden. Und ja, ne, also oh, ein Kindersarg, ist das ekelhaft. Ja, und der ist halt hier auch gefangen. Beziehungsweise will ich hier freiwillig noch eine Weile bleiben, was man absolut nachvollziehen kann, weil es ist echt schon ein hübsches Örtchen, ne, mit den ganzen Attraktionen, die man hier hat. It's the talisman, like the one in the painting. Yeah. Yay! Oh, finde deinen eigenen Talisman. Oh, schön. Talisman-Hinweis, okay. Ein alter Talisman, der über Jahrhunderte hinweg verändert wurde. Die eingravierten Zahlen scheinen weniger als 100 Jahre alt zu sein, aber die Basis könnte aus der Antike stammen. Der polierte schwarze Sonnenstein in der Mitte hat einen gläsernen Schimmer und erweckt hin und wieder den Eindruck, ein Bild in seinem Inneren zu bergen. Ja. Haben wir hier sonst irgendwas Schönes noch? E. Ich drücke E. Hihi. Okay. Dann müssen wir anscheinend zurückkehren. I think it's meant for the talisman. I think it needs numbers, like coordinates. Maybe there's something in Jeremy's notes. Is in notes. Hier. Dort Stern sind drei Zahlen nötig, um eine Brücke zwischen den Weiten der Träume und der Erinnerung zu spannen. Das ist nicht mein Ziel, aber es ist ein Anfang 3, 5, 8. It's showing something. A place? Where is that? Huh. Ah, ja, hallo. Ich nehm die Einladung sehr gerne an. Sehr, sehr gerne. Detective, I was wondering when you were going to show up. Mrs. Thompson told me you were here. I understand you are working for Jeremy Hartwood's niece. Yeah, I guess so. I mean, you're not wrong. We came here for her uncle. I just didn't expect... I didn't expect this. You are Dr. Gray, right? That's right. You don't happen to have some identification, Detective. I'm not keen on having strangers prying into my business. Oh, Detective Edward Carnby, Decatur Street, New Orleans. Enjoying the Vieux Carré, Detective? Those old French quarters, the voodoo people, the gangsters. I'm sure you live an exciting life. Well, that's not quite like the stories, Doc. Just trying to make a living. Aren't we all making a living? Well, welcome to DeSetto, Detective. I hope your time here will be useful. Now, what can I do for you? Why don't you tell me where I can find Jeremy Hartwood? Why wouldn't that make for a short visit? I wish I could tell you, but I'm afraid I don't know. A drink, Detective? Anything brandy. Oh,
You do belong in the French quarters, detective. Armagnac or cognac? You know, just give me the cheap stuff. I'm not much of a connoisseur. Having low standards is not a virtue, detective. Let me see if I can broaden your perspective. What can you tell me about Jeremy? I wouldn't want to go into details about his condition. Doctor-patient confidentiality. I'm sure you understand. Sure. But he is crazy. And he's gone missing. Why? Here. Try this. Ooh, it's good. Got a bite? It's called a sidecar. The trick is not to be afraid of the tartness of the lemon. Then, for goodness sake, don't overdo the triple sec. Okay, what can you tell me about Jeremy? Well, let me think. He is an anxious man, constantly worried about events not presenting themselves according to his model of predestination. He complains about things not being carried out in the right order, and that some things simply shouldn't be. Is any of this helpful to you? Not really. I was hoping for some direction where to look next. I'm sorry. I have nothing for you then. You should talk to my orderlies. They have been looking for him for a while now. I'm sure they would appreciate your help. Yeah, I ran into Baptiste earlier. Come to think of it, he might have given me a lead. Oh, excellent. So your investigation is already underway. I'm gonna go, but I'm sure we'll meet again. Looking forward to it. Safe returns. Ja, hat er ausgetrunken. Kapitel 2. Detective Carnby, how did you... Where did you go? I was just talking to Dr. Gray. You disappeared? No, it's not what you think. Have you found anything strange going on here? Yes. Everyone is being incredibly evasive and I can't figure out why. No, I mean something you can't explain. Paranormal, even. Detective? I really need you to get yourself together. I can't do this alone. Forget it. I'll figure it out. Do you want to come see Dr. Gray? No. I want to try something with this talisman. I think I can follow Jeremy to the place he mentioned in the book. What was the name? Do you remember something Spanish? Tarawea. Yeah, that's where I need to go. Detective, are you going to be all right? Yeah, of course. Go talk to Dr. Gray. We'll rendezvous later. Oh Gott, der Arme, der ist fix und fertig, aber ich glaube, das wäre ich auch. This talisman brought me back from the French Quarter in the blink of an eye. If Jeremy can travel so easily, then he could be hiding anywhere, even Tarawea. If he can do it, so can I. I just need to figure out how the talisman works. Das funktioniert. Okay. Was sind wir denn hier? Warte mal. Überholte Gegner wurden ins Archiv verschoben. Achso, es gibt nur 4 Kapitel. Okay. Karte. Bin ich denn? Ach! Büro des Sekretärs. Achso. Okay. Wir schauen uns aber erstmal kurz hier um. Oh. Stempel, Lacknjappe. Verlorene Kinder. Wir hier? Ah. Ja. Hm.
ungelöste Rätsel. I'm not gonna walk out of this now. I need to help Emily save her uncle. Würde wieder aufmachen, danke. Ach so. In die Teiche wollen wir wohl auch nicht gucken, denn die hier. Sind Detective, wir müssen doch überall rumschnüffeln. Zumindest würde ich das machen. Zerbrochene Scheiben. Paul, you're right about the plates on the boiler and the clock. They have been sabotaged and I think I know who did it. They have something to do with Jeremy's episodes and how he seems to disappear at night. Right now, it's important that you keep an eye out for any of the pieces. I want to find out if I can repair the plates. Let me know if you find any of them. Lottie. Tell Lottie to take a look at the well in the kitchen garden. Zerbrochene Scheiben. Paul, du hattest recht, was die Platten auf dem Boilerkessel und der Uhr angeht. Sie wurden absichtlich zerstört und ich habe einen Verdacht, wer dahinter steckt. Das hat mit Jeremys Episoden zu tun und damit, dass er nachts scheinbar verschwindet. Es ist jetzt wirklich wichtig, dass du die Augen nach den vielen Stücken offen hältst. Ich will sehen, ob ich die Platten reparieren kann. Lass es mich wissen, wenn du welche findest, Lottie. Sag Lottie, dass sie sich den Brunnen im Küchengarten ansehen. Mal ansehen soll. Person on Patientenliste. Dr. Elmore Lee Gray is DeSeto's chief doctor. Accounting and all administrative work is handled by me, Paul Waits. Magdalena Thompson, or Mags, is responsible for the household. Jean-Baptiste and Charlotte Tabois are responsible for keeping the guests' medical regimens in check. Finally, Jack Chance is our gardener, who can occasionally be seen in the conservatory, but is, for the most part, busy outside. There are currently 6 guests at DeSeto. Malcolm McCarthy and Ruth Talant reside on the first floor. Jeremy Hartwood, Elisabetta Perosi, Grace Saunders, and, of course, Cassandra Beauregard live on the second floor. Schön. Na gut, das ist einfach selbsterklärend, ne? Zimmerschlüssel Nummer 6. Yay. Aha. Nummer 6. Ein Tresor. Ein Rohr. Rohrschach. Wenn die Heilung Gift ist. Patientenakte. Patientenakte, Name Cassandra Beauregard, Alter 47, Geschlecht weiblich, Zimmer Nummer 8, Bezugsperson Mr. Frank Chardot, Literaturagent, Adresse Jackson Square, französisches Viertel. Grund der Aufnahme, Cassandra leidet unter einer Schreibblockade und sie muss ihr Drehbuch bis Ende Juni fertigstellen. Mr. Chardot legt nahe, dass Cassandra häufig auf Betäubungsmittel zurückgreift und somit Gefahr läuft, ihre Karriere zu ruinieren. Patientengeschichte. Beauregard ist eine erfolgreiche Krimi-Autorin, deren Talent sie aus ärmlichen Verhältnissen zur Star-Ruhm gebracht hat. Vor 5 Jahren hat sie versucht, sich umzubringen, indem sie von einem Balkon gesprungen ist. Dadurch wurde sie versehrt. Nun ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. Diagnostischer Eindruck. Durch die Folge ihres Selbstmordversuchs leidet Cassandra unter chronischen Rückenschmerzen. Sie verabreicht sich selbst Morphium, um gehfähig zu sein. Doch inzwischen ist sie abhängig davon und die gewünschte Wirkung tritt nicht mehr ein. Der Drogenmissbrauch vernebelt ihre Sinne und sie kann sich nicht mehr auf die Realität konzentrieren. Da sie das nicht wahrhaben will, denkt sie sich Geschichten aus, die Lücken in ihre Gedankengänge stopfen soll. Das ist an das Korsakoff-Syndrom. Behandlungsplan. Zunächst einmal müssen wir sie von ihrer Drogensucht entwöhnen und hoffen, dass damit auch ihr zwanghaftes Lügen ein Ende hat. Danach sollten wir versuchen, ihre Rückenschmerzen durch eine Operation zu beheben. Schließlich müssen wir uns um ihre Selbstmordgedanken kümmern. Aufnahmedatum 15. März 1930. Name Grace Saunders, Alter 11, Geschlecht weiblich, Zimmer Nummer 7, Bezugsperson Mrs. Gabrielle Saunders, Mutter, Adresse Orleans Avenue, City Park. Grund der Aufnahme. Ihre Mutter besteht darauf, dass Grace von einem anständigen Gentleman streng überwacht wird, um zu vermeiden, dass ihr Heranwachsen noch schlimmer pervertiert wird.
Patientengeschichte. Grace kommt aus einer Familie von mittlerem Wohlstand und Ansehen. Ihre Kindheit wirkt gewöhnlich, die meiste Zeit hat sie mit Privatlehrern und Freunden der Familie verbracht. Grace Vater ist kürzlich verstorben und nun ist ihre Mutter die einzige Bezugsperson. Diagnostischer Eindruck. Grace kommt mit dem Tod ihres Vaters nicht gut klar. Sie unterdrückt ihre Gefühle diesbezüglich mit Absicht und kann da das Trauma nicht angemessen verarbeiten. Behandlungsplan. Es fehlt Grace an nichts Besonderem. Sie braucht elterliche Führung. Vielleicht können wir bei ihren Gefühlen für ihren Vater ansetzen. Aufnahmedatum 16. Dezember 1928. Krass, das ist schon so lange da. Name Malcolm McCarthy, Alter 54, Geschlecht männlich, Zimmer Nummer 1, Bezugsperson, Adresse nicht angegeben. Grund der Aufnahme, McCarthy hat sich selbst in der Situ eingewiesen und hat einfach nur angegeben, dass er endlich mal seine verdammte Ruhe brauche. Patientengeschichte. McCarthy behauptet, er habe als Anwalt in Baton Rouge gearbeitet, aber könnte wegen eines Rechtsstreits nicht ins Detail gehen. Sein Hintergrund bleibt daher weitgehend mysteriös. Nur ab und an lässt er in Gesprächen etwas durchsickern. Das ist immer Nummer eins, okay. Diagnostischer Eindruck. McCarthy ist ein neurotischer Mann und ein Alkoholiker. Er erzählt des Öfteren Halbwahrheiten, weil er tief im Inneren nicht in der Lage ist, anders zu trauern. Behandlungsplan. Es wird Zeit brauchen, bis McCarthy sich uns öffnet. Es dürfte ihm gut tun, Zeit mit Jakes Hund oder mit dem Kind zu verbringen. Deren harmlose Art wird helfen, ein Gefühl für Vertrauen aufzubauen. Aufnahmedatum 19. Mai 1929. Name Elizabeth Perossi, Alter 33, Geschlecht weiblich, Zimmer Nummer 6, Bezugsperson, Adresse Nepal, Italien, Familienwohnort. Grund der Aufnahme. Perossi ist in der Situ eingebrochen und wir haben sie gefunden, als sie im großen Salon herumspaziert ist. Sie war verwirrt und litt unter teilweise Amnesie. Sie bestand darauf, dass sie hierher gehöre und bot an, für ihren Aufenthalt zu zahlen. Patientengeschichte. Perossi behauptet, sie sei Mitglied der Künstlerkolonie gewesen, die vor etwa 20 Jahren hier gelebt hat. Diese Behauptung passt natürlich nicht zu ihren jungen Jahren. Sie ist erst 33 Jahre alt. Damit wäre sie damals ein Kind gewesen. Wir können also guten Gewissens davon ausgehen, dass sie nicht die Wahrheit sagt, ob ihr das bewusst ist oder nicht. Diagnostischer Eindruck. Perossis Geschichte ist seltsam, weil sie ihre Behauptung zur Künstlerkolonie wieder zurückgenommen hat. Sie behauptet jetzt nicht mehr, sie sei die gleiche Person wie Elisabetta Perossi. Dennoch haben meine Leute bestätigt, dass es damals hier eine Perossi gab, die in ihren frühen 30ern war. Behandlungsplan. Ich wollte die echte Perossi kontaktieren, aber offenbar ist die gesamte Kolonie am 29. September 1915 über Nacht einfach verschwunden, während eines schweren Sturms. Ich werde es langsam angehen müssen und ich muss herausfinden, was dieser Anfall von falscher Identität ausgelöst haben könnte. Aufnahmedatum 21. November 1927. Name Ruth Talent, Alter 29, Geschlecht weiblich, Zimmer Nummer 2, Bezugsperson Mr. Etienne Talon, Vater, Adresse Burgundy Street, französisches Viertel. Die ist auch echt hübsch. Grund der Aufnahme. Ruths Vater verlangt, dass seine Tochter für die nächste Zeit dem Nachtleben in New Orleans fernbleibt. Er befürchtet, dass ihr offenherziges Wesen dem Ruf der Familie schaden könnte. Patientengeschichte. Ruths Familie ist sehr wohlhabend. Sie besitzt mehrere Hotels und Restaurants. Im Gegensatz zu ihrer restlichen Sippe ist Ruth abenteuerlustig, was sie um die halbe Welt geführt hat. Sie war im Großen Krieg sogar Fotojournalistin in Frankreich. In den letzten 10 Jahren hat sie so manches Gerücht befeuert, sie sei eine verdorbene Flapperin oder sogar eine Nymphomanin. Diagnostischer Eindruck. Obwohl die Gründe ihres Vaters, sie hier einzuweisen, albern sind, stellt sie doch einen interessanten Fall dar. Sie hat eine erfrischende, offene Art und scheut sich nicht, über ihr Leben während des Krieges zu reden oder die anhaltenden Siegesfeierlichkeiten nach ihrer Rückkehr in die Staaten. Sie gibt zu, sexuell pervers zu sein und empfindet das nicht als falsch. Behandlungsplan. Der Aufenthalt in der Situ allein sollte schon Wunder bei Ruf wirken. Zumindest jedenfalls für den Ruf ihrer Familie. Es besteht kein Grund für Ruf, sich zu ändern. Aber mit der richtigen Therapie könnten wir dafür sorgen, dass sie ihre Familie gegenüber etwas einfühlsamer wird. Ich bezweifle schwer, dass ihr Lebensstil ändert und so öde wie ihre restliche Familie wird. Aber vielleicht wird sie sich ja künftig etwas diskreter benehmen. Aufnahmedatum der 1. Juli 1928. Ist trotzdem schon lange hier. Looks like all the patients are accounted for. Except for Jeremy. Stimmt, der fehlt. Ja. There's no way I can get into this thing. Better leave it alone. Zuck gleich die Waffe vor Schreck.
den Kessel reparieren Hinweis. Saw your notice in the boiler room. You should know Mr. Chance won't be coming back. I got no business being in there myself, but you can take a valve from the wine cellar if you wanna try to stop the steam pouring out. Be careful. Den Kessel reparieren. Ich habe Ihren Zettel im Kesselraum gesehen. Sie sollten wissen, dass Mr. Chance nicht wiederkommen wird. Ich selbst habe dort drin auch nichts verloren, aber Sie können ein Ventil aus dem Weinkeller nehmen und damit probieren, ob Sie den Dampfausritt beenden können. Seien Sie vorsichtig. Okay. Wer muss das alles merken? Wahrscheinlich nicht. Oh, was für ein schöner Schädel. I need the key. Okay, Zimmer Nummer 6. Also die Frage. Weingarten. Nee, Wintergarten. Ja, Weingarten wäre auch ganz nett. Lottis Zimmer erkundet. Lottie können wir ja gleich. While Detective Carnby was grateful to be back at Dercetto, he was eager to test his hypothesis. After having suffered through that sinister world, dressed as the French Quarter, Jeremy's writing could be read much more literally. What if Jeremy used his talisman to actually visit those places he mentioned in the book? Carnby felt certain that this was the answer. He wouldn't find Jeremy hiding inside Dercetto. He would be in one of those other worlds. And to follow in his steps, Carnby would have to investigate the old clock and the boiler and find out what part they played. Obwohl Detective Carnby dankbar war, zurück in Dercetto zu sein, war er nur zu bereit, seine Hypothese zu testen. Nachdem er diese finstere Welt, die sich als das französische Viertel ausgab, durchlebt hatte, waren Jeremys Texte wohl deutlich wörtlicher zu verstehen. Was, wenn Jeremy sein Talisman verwendet hatte, um wirklich all die Orte zu besuchen, die er im Buch erwähnt hatte? Carnby war sich sicher, dass das die Antwort war. Er würde Jeremy nicht irgendwo in Dercetto versteckt finden. Er war mit Sicherheit in einer der anderen Welten. Und um ihnen zu folgen, würde Carnby die alte Uhr und den Kessel erforschen und herausfinden müssen, welche Rolle sie spielt. So. Personal, warte mal, wo war denn jetzt Nummer 6? Persotti, wo ist denn Persotti da? Okay, das ist hier. Gucken, ob wir da hinkommen. Ich will trotzdem mal kurz hochgehen. Alles gut? Was haben wir denn hier? Yeah, sorry, Detective. Didn't mean to obstruct justice or anything. That's fine. You know, I'm kind of busy with my own case of a missing person. I was wondering if you've seen Grace, girl about yay high? I can't say that I have. Why are you asking? Well, I'm looking for her. Is she in trouble? No. She's just hiding somewhere. We can't have a rascal like that running around unchecked at a time like this, you understand? Well, I haven't seen her. Well, let me know if you find her. I'll be around. I'll keep an eye out for your man, Jeremy. You scratch my back, Detective, and I'll scratch yours. War das gerade, wenn ich deinen Rücken krasse, krasst du auch meinen Rücken mit Hände waschen? Übersetzt. Seltsamer Mann. So, hier war. Looks like everything's back to normal here. Genau, hier hätten wir auch noch was.
Haben wir hier? Emily ist hier, Hinweis. Emily ist hier. Ja, guck mal, mit dem Schattenmann. Mit dem Schattenmann. Schön. Flachmann. Füllfederhalter, Lanyap. Ah, das ist wahrscheinlich die Schreiberin, oder? Baptiste Zimmer? McCarthy reminded Detective Conby of an old barfly he used to know. He detested him. There was no getting around it. McCarthy was going to have a hard time getting on his good side. McCarthy erinnerte Detective Conby an einen alten Säufer, den er früher gekannt hatte. Er verabscheute ihn, da gab es keinen Weg drumherum. McCarthy würde sich anstrengen müssen, um bei ihm einen guten Eindruck zu hinterlassen. Ach so. Okay. Ja, keine Ahnung. Da ist es wahrscheinlich kein Patientenzimmer. Oh, Boxsack. Haben wir alles? Okay. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Eccentric. Das stimmt. Ich muss zurückkehren. I did it. I crossed the thresholds to my intended destination without a focusing device. My talisman now knows these roads, and I have no need for the plates. I can find my way to Lafayette as easy as I find my own room. I visited the grave of my father and seen the oven waiting for me. Thank you for opening these doors. I now must summon my courage and go back to that hateful mound outside the oil rig. I hope you'll be feeling better when I return. Jeremy. Ich muss zurückkehren. Ich habe es getan. Ich habe die Schwellen zu meinem Ziel ohne ein Fokusgerät überschritten. Mein Talisman kennt nun diese Wege und die Scheiben sind nicht länger nötig. Ich kann den Weg nach Lafayette ebenso leicht finden wie den zu meinem Zimmer. Ich habe das Grab meines Vaters besucht und den Ofen gesehen, der auf mich wartet. Danke, dass du diese Türen geöffnet hast. Ich muss nun meinen Mut zusammennehmen und zu diesem verhassten Hügel beim Ölförderturm zurückkehren. Ich hoffe, dass dir besser geht, wenn ich zurückkehre, Jeremy. Okay. James McKinnon. These paintings got some grim-looking rot on them. Ja. Franklin Mosig. Vielleicht ist es einfach Schimmel. Ryan. Okay, der wurde anscheinend neu aufgehangen. Dann so, oder? Weise per das Zimmer. Okay. The Astarte Artist Colony. Mm. I remember hearing about their disappearance. Must have been 15 years or more now. Perosis Tagebuch. Do I need to remember how to get them out again? They are locked up for good reason.
I am sure she is still able to whisper the answer in the ears of the wrong people. But not for long. I will see her burned soon enough. That black goat will be sacrificed to put an end to it all. Then it will all be over. No more Derceto, and sadly, no Astarte. Those good pirates of Pontchartrain. May you still sail the lake, until you find the shores of Hali. Per Rossis Tagebuch muss ich mich daran erinnern, wie ich sie wieder herausbekomme. Es gibt einen guten Grund, warum sie weggesperrt sind. Ich bin mir sicher, sie ist immer noch fähig, den falschen Leuten Antworten zuzuflüstern. Aber nicht mehr lange. Bald werde ich sie brennen sehen. Diese schwarze Ziege wird geopfert werden, damit all das ein Ende findet. Dann wird alles vorbei sein. Dann gibt es kein Derceto mehr und leider auch kein Astarte. Ihr guten Piraten von Pontchartrain, möget ihr den See befahren, bis ihr die Küste von Hal endlich findet. Mhm. What are these symbols? Looks like alchemy or star constellations. Ja, das müsste, glaube ich, die Sternzeichen sein. Ist versperrt. Gut. Okay. It's stained. Looks like some kind of rot. This must be the clock that Jeremy wrote about in the commonplace book. Looks like the plate that held the talisman in the seance room. But it's broken and missing some pieces. Okay. Komm hier rein. I need the key. Okay, das hätte ich mal probieren können. Das ist eine vor allen Dingen auch sehr schöne Statue, die überhaupt nicht beunruhigend oder so wirken, ne? So. Mir hier rein. I need the key. Okay. Okay. So. Sind wir wieder hier. Library, oder? Sieht aber schön aus. Was haben wir hier? Verlorene Plantagen von Louisiana. Lost Plantations of Louisiana. Terry Bricklow, 1917. Derceto was a small plantation on the eastern shore of Lake Pontchartrain. The land was considered difficult for industry and was sold for only $30 to Elijah Pickford in 1818. Pickford employed hundreds of workers from nearby New Orleans to clear the woods and build a small plantation mansion facing the lake with a striking Greek Revival temple facade. Derceto kept a modest production of barrique tobacco and indigo that persisted up till the Civil War. During the antebellum era, Derceto was the source of many rumors concerning voodoo and witchcraft. People who traveled the lake reported seeing people dance at night in front of bonfires, bleating and wailing. On June 17, 1862, Captain J.W. Norton of the Union Army recounts leading a raiding party from ships anchored in Lake Pontchartrain in order to seize control of Derceto and free the slaves working there. The captain was surprised to find the workers fighting back with unprecedented zeal. Norton's account describes these men and women as enraged with fanaticism. Pickford reportedly tried to placate the raiders, but was shot in the confusion. Captain Norton left the mansion burning and retreated to his ships with his men. Derceto was left in ruins for several decades. The ownership of the land was long disputed and returned to the Ledoux family in 1901.
Several police reports were filed during the following years as the Ledoux tried to get rid of a camp of squatters on their land. The police made several visits to remove the trespassers, but the people kept returning. On November 1, 1907, Inspector Legrasse of the police charged a deadly attack in order to save several children kidnapped by the squatters. Many were killed, and even more were jailed. The following year, Ledoux rebuilt Derceto, incorporating the surviving stone foundation and adding a magnificent wrought iron conservatory. The farmland had been reclaimed by the surrounding woods, so it was no longer profitable to use as a plantation. Instead, the house was turned into an artist's colony. The Astarte Artist Colony was a successful group of artists, including figures such as painter Heinrich Cassel and poet Nora Keith. The group was also known for their beloved Mardi Gras crew called the Pirates of Pontchartrain. On September 29, 1915, a tropical hurricane tore through Louisiana, causing Lake Pontchartrain to flood New Orleans. Due to the remote location of Derceto, it took almost 2 weeks for outsiders to learn that the artist's colony was abandoned. The 12 residing artists had all vanished without a trace. The empty mansion of Derceto still stands on the shore of Lake Pontchartrain, with much of its temple facade intact. The Ledoux family currently has no intention of repairing the house. Verlorene Plantagen von Louisiana. Gut, das würde ich jetzt nicht alles vorlesen. Ich habe das jetzt so ungefähr mitgescrollt, wie er vorgelesen hat. Ne? Also ich kann sich das jeder nochmal durchlesen, weil es wäre mir jetzt persönlich zu viel Text und es ist an sich auch jetzt, finde ich, persönlich nicht so spannend über die verlorenen Plantagen von Louisiana, also das vorzulesen, um ehrlich zu sein. Und ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge an dieser Stelle hier weitermachen, weil wir schon wieder fast 38 Minuten haben. Und dann werden wir ja in den kleinen Salon gehen, wenn wir denn können. Ne, im Wintergarten müssen wir auf jeden Fall nach etwas schauen, oder was? If it wasn't for the collection of peculiar statues, the old astronomical clock would draw every eye in the room. To Conby, it wasn't the intricate clockwork that stood out, but the odd-looking plate on the inside. It reminded him of the ritual bench in Miss Jackson's seance room, where he had manipulated the talisman to open a door back to Derceto. He wanted to try to replicate the procedure, but found that the inner part of the plate was broken. He would have to find the missing pieces and put the plate back together. Wäre die Sammlung an ungewünschter Statuen nicht gewesen, hätte die alte astronomische Uhr alle Blicke auf sich gezogen. Für Conby war es nicht das komplexe Uhrwerk, das sie einmalig machte, sondern die seltsame Scheibe in ihrem Inneren. Sie erinnert ihn an die Ritualbank in Miss Jacksons Raum, wo er den Talisman eingestellt hatte, um ein Portal zurück nach Derceto zu öffnen. Er wollte versuchen, den Vorgang zu wiederholen, musste aber feststellen, dass der innere Teil der Scheibe zerbrochen war. Er würde die fehlenden Teile finden und die Scheibe wieder zusammensetzen müssen. Genau, denn wir hatten den Kessel reparieren. Ventil aus dem Weinkeller, genau. Dann hatten wir Brunnen im Küchengarten. Ah, Küchengarten. Das war nicht der Wintergarten, sondern der Küchengarten und im Weingarten. Genau, da werden wir in der nächsten Folge uns dort den Weg dorthin bahnen und noch alles mit aufnehmen, was, ja, nicht nied- und nagelfest ist. Und dann hoffe ich, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen werden.